sehe ich gerade. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das mache, ob ich jetzt schon die Wärmeleitpaste drauf schmiere oder später, aber ich denke mal, jetzt mache ich später. Ich mache das erstmal hier rein. So. Ist auch noch ein bisschen Dreck. Ja, ist immer schade, dass die Sachen einfach so kaputt gehen, bloß wegen so, ich sag mal, von der Herstellung her, dass man da so billig Scheiß verwendet, wie das billige Lötzinn oder wird schnell alles zusammengebaut. Ja, ich mach das anders. Ich mache jetzt hier die Wärmeleitpaste da drauf. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das immer mache. Jetzt muss ich mal gucken, welche ich nehme. Ich habe ja einiges da. So. Ich zeige euch das mal, was ich habe. Ich habe einmal, na, komm her, die Wärmeleitpaste. Und dann habe ich noch die. Mal ein bisschen näher rangehen. Einmal das. Und einmal das. So. Aber ist ja egal, was man drauf schmiert. Ich werde mal das Graue nehmen. So. Dann schmieren wir das mal drauf. Dann zeige ich erst mal. Aber ich muss mir erst mal vorher schnell noch was holen. So, ich habe nämlich noch ein bisschen Klopapier gerade geholt. Das brauche ich. Zum sauber machen noch. Lass mal noch ein bisschen ausdrücken hier. Manchmal hat man ein bisschen Wasser noch drin, so Feuchtigkeit. Da drücke ich immer so einen kleinen Mühe raus, so ein bisschen. Und dann passt das. So, jetzt zeige ich euch das mal, wie ich das so mache. Erstmal einen Klecks drauf machen. So. Ich nehme das mal runter. Das macht sich besser. So, dann nehme ich einfach bloß einen Finger. Sollte es auch mal sein. Ja, jetzt ist mein Licht ausgegangen. Ich hasse das, ich wusste es doch. So, ich darf nicht so hell machen. Ich habe nämlich so eine LED-Lampe, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich darf bloß nicht so hell machen, wenigstens ein bisschen Licht. Das ist immer der Nachteil. Ich muss mal eine richtige Lampe dazulegen. Ich könnte ja auch das Licht mal anmachen. Aber da hat man meistens so ein Flackern mit drin. Gut, ich lasse es mal so. So, jetzt verschmiere ich das Zeug schön mit dem Finger. Ja. Bis dann alles schön gleichmäßig drauf ist. Manche nehmen einen Spachtel, aber ich mache es mit dem Finger. Ist zwar ein bisschen Sauerei, aber ich habe da mehr Gefühl drin. Und bis jetzt hat sich das ganz gut bewährt. Und vor allen Dingen mit dem Finger kann man das schön gleichmäßig drauf schmieren. Das ist nicht so dick, nicht so dünn. Muss man probieren einfach. Also ich mache es immer so, seit Jahren schon so. Habe ich mir so angewöhnt. Egal wo. Dann hat man so eine relativ gleichmäßige Oberfläche. Und das finde ich, sieht besser aus wie mit Spachtel. Bei Spachteln ist mir immer ein bisschen, wenn man so ein paar Videos guckt, so dick drauf. Das mag ich nicht. Also es soll nicht zu dünn sein. Es soll auch nicht zu dick sein. Und mit der Methode, denke ich mal, hat man das einigermaßen drin. Aber mir fällt gerade ein, ich habe da draußen auch noch eine Lampe liegen. Eine LED-Lampe, die könnte ich auch noch holen. So. So sollte es gehen. Da sieht das nämlich richtig schön aus. So, ich zeige es euch mal. So. So sieht es jetzt aus. So. Das andere noch. Und da
sollte es passen. So, Nummer 2. Und vor allem, man hat nicht voll gesappert. Die Ränder sind schön. Ich bin zufrieden, so wie das ist. So, nächstes. Ich sag mal, ganz auch Spachteln habe ich auch schon gesehen, aber das ist mir, ich mag es einfach nicht. Ich mag das so, ein bisschen Finger dreckig machen, ein bisschen rumtupfen, wie man so schön sagt. Und schön gleichmäßig. Dann passt das. So, und das kann man ja richtig verteilen dann. Und dann kann man immer noch ein bisschen, wenn es zu wenig sein sollte, immer noch ein bisschen dazu machen. Aber so sollte es gehen. Weil zumindest ist nicht so dick. So, Nummer 2 gleich fertig. Ja, sieht gut aus. So. Fingerchen noch sauber machen. Hier noch ein Klecks dran. Nee, sieht gut aus. So. Und dann hoffe ich ja, wenn man das Kühlblech wieder drauf macht, dass das so funktioniert. So. Finger ich noch ein bisschen sauber machen. Das mag ich nämlich auch nicht. Immer alles voll schmiert mit dem Zeug. Ja, so schön wie es ist. Aber das schmiert sich dann überall fest. Und überall kommt das Zeug dran. Ist auch nicht schön. So, dann kann man alles wieder zusammenschrauben. So, jetzt kommt das alles schön rein und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Ich mach's mal anders. Lass das Blech rein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich vermute mal, das muss man mit dem Föhn ein bisschen warm machen, die zwei Chips. Und dann wird das wieder laufen. Ich glaube zwar nicht so richtig dran, dass das jetzt geholfen hat, aber lass ich mich mal überraschen. So. Manchmal hat man ja so Bastelsachen, wo man sagt, es geht nicht. Dann macht man es erstmal so, zumindest so wie ich es jetzt gemacht habe, und dann staunt man, dass vielleicht sich was bewegt. Aber das werde ich dann sehen. Ja, das klemmt hier. Nee, das war das falsche Loch. Ja, mit den Löchern habe ich es auch nicht so. So, jetzt müsste es passen. So, gut. Super. Dann wollen wir mal zusammenschrauben. Jetzt muss ich wieder die Schrauben sortieren, weil ich mir natürlich wieder nicht gemerkt habe, wo welche hinkommt.
ich wäre alt. Eine habe ich schon mal. So. Ich bräuchte bei der Post das Video wieder angucken. Nee, das ist auch die falsche Schraube. Mein Gott. Regt mich wieder auf. Die falschen Schrauben wieder. Ja, ich hätte vorher mal ein Bild machen sollen, wo welche Schraube hinkommt. Naja, finden wir schon. Ist nicht das Problem. Gucke ich nachher mal im Internet. Würde ich sagen, ich mache dann erstmal Schluss mit dem Video, ehe ich mich ganz blamiere. Und guck mir das mal im Internet an, wo was hinkommt. So. Aber ich denke mal, die großen Schrauben, die kommen hier rein. Mal gucken. Sieht schon mal gut aus. Nummer 1. Hier auch noch eine. Nee, das ist eine andere. Kommt die hier rein. Das Schöne ist ja, wenn man auf die Bleche guckt, sieht man ja ungefähr hier so die großen Köpfe und dann kann man schon fast vermuten, dass da eventuell die großen Schrauben reinkommen. So, die Bleche kommen jetzt hier drauf, das weiß ich. Da kann man ja hoffentlich nichts falsch machen. Normalerweise bräuchte ich das gar nicht erst mal richtig zusammenschrauben. Du brauchst ja bloß mal anstecken, anschalten und dann sehe ich ja, ob es was gebracht hat oder ob es nichts gebracht hat. Und den Rest kann ich dann beim nächsten Video noch machen. Das sind ja bloß Kleinigkeiten, mal zusammenschrauben. Ansonsten muss ich ihm Bescheid sagen, dass das entweder ein Totalschaden ist, dass er das Ding wegschmeißt, oder wir probieren es mal mit dem Föhn, das Ding heiß zu machen. Und der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber das muss ich dann eben nächste Woche mal abklären. So, gut. Schlecht hier. Ach, das lasse ich jetzt ab, brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht. So, mal sehen, wie das Video dann aussieht. Ja, ich sage, die Lichtverhältnisse, es wird langsam dunkel draußen, sind heute auch nicht oder im Moment nicht so die besten. Aber mal sehen. Ah, jetzt passt das wieder nicht rein. Was ist denn heute los? Meist ist ja so, wenn man was dann zusammenschraubt, hat man wieder 1000 Schrauben übrig und weiß natürlich wieder nicht, wohin damit. Aber mal gucken. Bis jetzt geht es ja noch. So, jetzt muss ich bloß mal gucken,
müssten die Schrauben sein. Einmal. Und wenn von den Schrauben mal eine fehlt, von den kleinen, wäre es auch nicht so schlimm. Zweimal. Passt das wieder nicht? So viele Schrauben, soll sich einer das merken. So. Gut. Haben wir noch was vergessen? Was habe ich noch übrig? Das ist das. Das muss ja hier rein. Das muss ja da rein. Aber seht ihr mal, man hat zusammengeschraubt, nicht aufgepasst. Muss man alles wieder aufmachen. So. Aber das ist nur das Gitter für die Festplatte. Ist nicht weiter schlimm. Einmal. Vergessen. Was haben wir hier? Das Laufwerk, Festplatte. Oh, ich habe noch ein paar Schräubchen übrig. Ist wieder was verbogen. Sehe ich gerade. Überlegen, jetzt Schluss zu machen, aber ich will das noch schnell zusammenschrauben und dann machen wir Feierabends. Dann ziehe ich schnell auf den Rechner, gucke mir das mal grob an. Vielleicht mache ich es heute noch fertig, weiß ich noch nicht. Und so schlimm wäre es auch nicht. Ich habe ja jetzt die Woche noch ein bisschen Zeit, was zu machen. Mich interessiert eigentlich bloß, ob es jetzt geht oder ob es nicht geht. So, ich muss mal gucken, wo hier die Löcher sind. Ja, so. Das Loch. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist, wie jemand hier mit Playstation zuschraubt. Aber ich finde das schon, wenn man keine Ahnung hat, ist das schon ein bisschen interessant. Solche Sachen. Hier kommt auch noch eine Schraube rein. So. Also von den großen Schrauben müssten jetzt alle verbaut sein, soweit. So. Habe ich noch eine übrig? Oh.
Ja, irgendwie. Mal gucken, hier kommt einer rein. Da kommt einer rein. Ja, irgendwie fehlt mir ein Schräubchen. So, macht ja nichts. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ich das hier reinkriege. Das sind immer so Sachen, die sind so. Ah, passt. Rein. So. Gut. So, jetzt habe ich noch zwei übrig. Wohin damit? Gib mir mal einen Tipp. Also zwei habe ich hier noch. Die müssen irgendwo noch mit rein. Hier habe ich noch was gefunden. Das sieht nach nichts aus. Ah, ich weiß, ich weiß. Das muss ja auch noch festgeschraubt werden. Ist das wieder kompliziert? Jetzt kriege ich das blöde Kabel nicht rein. Ist da immer dasselbe. Geht es immer oder umgekehrt, raus geht es aber rein nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? So, Kabel drin, Netzteil rein. Einmal, zweimal. Jetzt bin ich ja echt gespannt. So. Ach, das muss ja auch noch rein. Das blöde Kabel. Das blöde Kabel muss ja auch noch rein. Hätte ich jetzt bald vergessen. Schräubchen das wieder sind. Was haben wir denn noch da?
Na gut, ist so schlimm. Das Kabel kommt noch rein. Muss ich dann mal gucken. Im Video, wo welches Kabel ankommt. So, jetzt würde ich sagen, Festplatte noch rein. Sein, dass hier so ein Schräubchen noch reinpasst. Ja, passt auch nicht. Mal gucken. Das ist das. Naja, nicht so schlimm. Da habe ich irgendwo ein Schräubchen zu viel reingeschraubt. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Kann auch sein, dass hier schon ein paar Schrauben gefehlt haben. Weiß ich nicht. Gut, aber ich würde sagen, das war es erstmal soweit. Jetzt werde ich es nochmal kurz testen, aber das zeige ich euch später. Und dann würde ich sagen, wieder bis zum nächsten Video. So, nochmal schnell zum Schluss. Ich werde doch kein zweites Video machen, weil ich habe gerade gesehen, das ist der Fehler, was ich dachte. Dieser berühmte Fehler, ich halte es mal hoch, ich hoffe man sieht es, oder so, ja, ich hoffe, ich muss mal gucken, also ich drücke mal kurz drauf, dann seht ihr was ich meine, läuft an und geht gleich wieder aus, das ist dieser berühmte Fehler, ich dachte das wäre mit der Wärmeleitpaste erledigt, aber